Hallo und herzlich willkommen zurück zu Before We Leave. Die heutige Ziel der Session ist, würde sagen, zum Mond fliegen. Mal gucken, wie wir das endlich hinbekommen. Es wird auch heute die letzten drei Folgen geben, also die letzte große Session sozusagen, denn dann würde ich euch sozusagen auf das Spiel loslassen, wenn ihr es sogar selber schon euch geholt habt und schon ausprobiert habt. Empfehlen könnte ich es euch auf jeden Fall. Es ist ein sehr schickes Spiel, mal so für zwischendrin, für nebenbei. Schöne Musik übrigens gerade. Ist vielleicht irisch. Oh, hier ist jemand unzufrieden. Die Arbeiter sind unzufrieden wegen der Verschmutzung. So, für eine saubere Produktion, um ihre Stimmung zu verbessern. Das ging doch. Das ist doch schon wieder eine ganze Weile her, wo ich aufgenommen habe. Frau Wolfeld. Wald. Ein Wald. Reduziert die Verschmutzung. Ich glaube, da hinten bauen die gar nicht, oder? Ach, die Ressourcen sind im Moment nicht verfügbar. Was war das jetzt für Ressourcen? Wasser und Früchte. Da muss ich dann mal gucken. Wo haben wir denn Früchte gerade? Ne? Ah, hier genauso. Okay, Früchte. Hier gibt's Früchte. Obstplantagen. Aha. Lager. Hallo, Lager. Binding-Lager. So. Da klüppeln wir doch hier mal. Nein! Teufel, nein. Wir klöppeln hier mal noch Früchte rein. So. Was sind die jetzt hier oben? Hier spielt einer ein bisschen. Der Geige. Er hat schon aufgehört mit Spielen, schade. Zwei von 17. Die Frage ist, hier kannst du keine Bäume bauen in der Wüste, deswegen habe ich es ja extra dahingestellt, ne? Die Frage ist jetzt. Halt, war das Falsche, das war das Richtige. 5 von 17, also die ballern das jetzt schon ordentlich voll. Gut, das heißt, wir müssen da jetzt unbedingt zur Handelsroute. Transport verwalten. Von Gera nach Jena. Das müsste das eigentlich sein, ne? Ja. Da klöppeln wir jetzt Früchte dazu. Ja, genau, so machen wir das. Zielmenge 20. So. So, wir schauen mal nach Weimar. Da ist es ja derzeit noch ein bisschen unübersichtlich. Entschuldigung, noch ein bisschen übersichtlich. Hier geht noch nicht viel. Kaum Strom. In dem Lagerhaus kann man noch nichts reinsetzen. Jetzt ist die Frage, was wollten wir da reinsetzen? Was ist das? Treibstoff wollen wir hier einlagern. Alles klar. Treibstoff. Da können wir erstmal Treibstoff. Ja, das können wir so lassen. Nur Treibstoff ist okay. Ich glaube, was ist das hier? Eisen. Es gibt Eisen auf dieser Insel, aber es gibt kein Lagerhaus dafür vorgesehen. Ich glaube auch nicht, dass wir Eisen bis jetzt abbauen, glaube ich, ne? Wir bauen noch Eisen auch gar nicht ab. Doch hier oben.
Nee, das ist Stein, was wir da brauchen. Ich wollte Eisen gar nicht abbauen. Will. Öl müssen wir dann noch einlagern. Ja, das sind die zwei wichtigen Sachen. Und es gibt kaum Strom. Warum gibt es hier keinen Strom? Haben wir irgendwas vergessen hier? Ich glaube ja, ne? Kraftwerk zu bauen. Wie konnte mir das passieren? So, Entdecker. Das ist kein Strom. Lager, Transport, Produktion. Hier hinten ist Strom. Strom. Ölkraftwerk. Oder Holzkraftwerk. Das bauen wir jetzt hier in die Mitte. Es hat keine Ressourcen verfügbar für Entdeckerhütte. Gibt's hier noch was? Die haben doch schon alles wegentdeckt. Wegentdeckt. Die Hütte ist doch fertig. Die können wir doch dann im Prinzip jetzt wieder abreißen. Na, ja, der hat ja, glaube ich, alles entdeckt. Ja. Und alles rangeschleppt. So. Wir müssen jetzt nochmal hier nach Gera, denn in Gera steht der Rakete. Richtig, warum ist denn? Achso, gut. So, hier steht nämlich der Rakete. Und die müssen wir jetzt mal anfangen mit reparieren. So, zack. Nicht genügend Erwachsene auf dieser Insel wie im Bau. 50 Verbündete sind aber reinfalls verfügbar. Okay. Also müssen wir, alles klar. Unsere Ziele werden also. Werden jetzt also klar definiert von der Rakete himself. Gut zu wissen. Muss man dann hier noch ein paar Häuserchen hin? Klöbel. Eine Straße. Klopp, klopp. Ölpreise produzieren. Hier schneit's. Auf der Insel. Aber nur auf der Insel. Ist doch praktisch. Hier ist es auch viel zu warm. Zum Schneiden. Ich wollte noch eine Straße bauen. Hier ist die Straße. So, dann können wir nämlich hier nochmal drei Häuser hinbauen. Aber wir machen erstmal kleine Häuser. Hier können wir noch einen hin. So. Was ist da schon wieder? Ja, ja, das ist kein Problem. Die werden dann aus Jena geliefert, die Ressourcen, denke ich mal. Da jetzt sind sie außerdem da und schon passt es. So, 53 können es jetzt werden, 56 können es jetzt werden, das heißt. Die Leute können jetzt. Da muss die Schule nicht genug Bürger. Was steht da? Nicht. Meine Bürger auf Weimar werden unzufrieden. Warum werden die unzufrieden? Was ist hier los? Bestimmt wegen. Ah. Nahrung, Getränke und andere Sachen. Die haben doch schon Kartoschkas. Ja, okay, die wollen ein bisschen mehr haben. Das ist ja okay. Die Frage ist, hier liegen noch Bretter. Was wir denen jetzt hier noch mit hinbauen? Die wollen noch was anderes haben. Tee. Gemüsefeld könnten wir da noch machen. So.
der kleine Fjord hier mit den Wasserfällen, Fetzdorf. So Jungs, es wird Nacht, Senorita. Und wir rutschen mal wieder nach Gera. Wo schon 47 Leute da sind von 58. Dann lauschen wir mal weiter den schönen Klängen der Musik. Entschuldigung. Da ist ein Skorpion. Das sind doch so Kinder, die da sind. Stahl brauchen wir auch. Transporter verwalten. Von Jena. Gut. Jener hat nicht genug Stahl, um diese Anfrage zu erfüllen. Was? Dann macht gefälligst mehr Stahl. Skandalös. Das wird schon noch. Was wir noch machen müssen, ist von Weimar nach Gera. Das. Hä?
Stück. Wieso schaffen wir das von Gera nach Weimar? Das ist doch ein Nonsinn. Oder genau andersrum machen. Wir brauchen den Treibstoff in Gera. So, jetzt. Haben die auch Treibstoff schon? Holzkraftwerk? Glashütte? Nee. Siehste, haben doch ja gar kein Öl und Treibstoff. Wie funktioniert das denn? Habe ich wieder gepennt. Wieder Mist eingestellt. Den können wir verbessern. Was bringt das? Ach, die Lagerkapazität. Okay. Finde ich jetzt nicht so important gerade. Hier haben wir nämlich Treibstoff. So, was haben wir hier? Steine. Nicht genügend Platz für Steine. Ja, wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viele Steine. So, was macht Weimar hier noch so? Die kriegen jetzt noch Obst. Wasser wäre noch nicht schlecht. Vielleicht noch einen Brunnen aufbauen. So ein Brunnen. Mir ja, direkt daneben. Tja, müssen wir hier irgendwas wegwirbeln. Das da. Da können wir da noch einen Brunnen bauen. So. Also ihr merkt schon, ich will jetzt auf jeden Fall auf Biegen und Brechen, dass wir diese Rakete da nicht reparieren können. So, jetzt geht's schon mal los. Und sofort ist alles am Rennen. Der Stahl muss noch mit reinkommen. Der muss von oben produziert werden. Jetzt hier eigentlich keine Früchte, was ist denn da los? Ich dachte, die warten auf Früchte, aber wo sind die? Könnt ihr nicht auch Früchte bauen? Nee, können sie nicht. Obstplantagen. Ich dachte, die kriegen jetzt Früchte. Erstmal nur Kleidung, komischerweise. Aber keine Früchte. Was ist da los, Freunde der Leichtbekleidung? Ja, mein Freund. Dum, dum. Also Treibstoff und so ist hier eingelagert. Das haben die jetzt auch schon halt. Strom. Da ist kein Lager in der Nähe, ne? Das ist der, hier der Glashütte, Holzkraftwerk. Das geht noch bis dahin. Das heißt, wir müssen leider hier noch ein Holzkraftwerk hin. Oder ein Ölkraftwerk. Holzkraftwerk. So, das bauen wir da oben hin. Ja, hilft ja nichts. Matmut. Und dann sehen wir nämlich in der nächsten Folge dann auch, wie unser Kraftwerk hier fertig gebaut wird. Und dann sollte es dann einfach mal vorwärts gehen mit unserer Rakete. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.
5 a.m. I'm laying with you on my own. Been trying to sleep, but I can hear all of my broken bones. Anxiety is making breathing pretty difficult. Thought I could fix myself, I guess I'm terminal. I'm the ghost, you're the grave, I'm the hole, you're the spade. I'm the one wasting space, you're the one who got away. Sending my feelings to your phone, even though nobody's home. I'm the one wasting space, so fade.